Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Hop oder Top Video oder Top oder Flop Video, je nachdem. Ich habe hier die Rettungsschwimmerstation vom Lego City 5 Plus Set, die 60328. Hat eine UVP von 29,99 €, besitzt 211 Teile und hat damit so einen Teilepreis von 14,21 €. Und schauen wir es uns mal ganz kurz an, die Verpackung. Ja, Roadplate included. Ja, es ist kein Roadplate, es ist eine halbe Roadplate und es ist eigentlich eine Plate Modified. Und naja. Soft. Können alle Start anschließen. Wie ihr es anschließen könnt, keine Ahnung, weil nämlich die Steine, die Plates, Teils, Fliesen sind nicht mit dabei. Ja, Bewertungssystem dahinter schieben. Das ganze Set. Das sind vier Männchen mit dabei, zeige ich gleich. Ein Eiswagen, das ist cool. Zwei Figuren. Und jede Menge Zubehör. Ein kleines Auto, eine Schildkröte. Und wenn ich mir das Set anschaue, glaube ich, die haben bei Friends geklaut. Weil das ist cool. Muss gleich vor Anfang an sagen, das Set hat mir sehr gefallen und hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe dabei drei Baby leichte Anleitungen. Ein Teil. Mit Fortschrittsanzeige unten drin. Damit ich auch weiß, wie weit ich irgendwann bin. Ich bin immer noch der Meinung, die Teile, die Anleitungen sind einfach zu leicht für Kinder. Mir wird nicht mehr gefordert. Ich sage, ich bin Kinder 80er. Wir hatten eine Tüte mit Stein und ein Bild, wie es am Schluss ausschauen soll. Mit einer Federsuchanleitung, dass zwischendurch eben die Teile gefehlt haben. So, ich habe hier den Beutel Nummer 1. Baue ich das. Dafür habe ich die erste Anleitung. Die zweite Anleitung. Baue ich das hier. Zwei Männchen, ein Anleitswagen und dann Strandbuggy. Keine Ahnung, Rettungsteil. Und dann Anleitung Nummer 3, das ist die große, natürlich, ne? Man sieht es von der Höhe her, muss ja passen. Damit baue ich das Gebäude mit Straße. Hinten drin habe ich eine relativ bunte, aber auch, so wie es ausschaut, relativ notwendige Teileliste. Und Aufkleber, natürlich für Eiscreme. Das ist ja nicht der erste Eiscreme-Wagen, den wir hier bei Lego haben. Na? Hätten wir auch was drucken können. So, was? Ja, bedrucken können, genau. So. Also sagt, Paket ist gut. Vier Minifiguren. Mit Geröpfchen hinten drin. So, passt. Sind 4 Punkte wert. Definitiv. Die Minifiguren selber. Also, der hier ist mein Highlight. Der Eiscreme-Mann. Ne? Na, der mag nicht. Jetzt. Also, der ist wirklich klasse. Der gefällt mir. Schön in grün. Pistazie Waldmeister. Dabei so ein kleines Mädchen. Schöne Bombelzöpfe. Eine Qualle mit Brille vorne drauf. Ein Stock zum Fische durchschlagen. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Die Mutti. Badeanzug. Das ist lustig. Das ist nicht vorhanden, so wie es ausschaut. Also kein Bauchspeck.
Und den Herrn Bademeister auch sehr. Sunnyboy, coole Friese, 3-Tage-Bart und ein Eis mit Pfeife. Alle Figuren sind super. 4 Stück dabei. Schauen gut aus. Ich glaube, für die Figuren gebe ich 4 Punkte. Weil mir der Dr. Eistyp so gut gefällt. Das Baugefühl, wenn wir schon dabei sind, ja, es ist in Ordnung. Es ist nichts Atembewegendes dabei, es, wie soll man sagen, ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen muss, hey, juhu, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das Teil hier ist aus Super Mario, bin mir mal nicht ganz sicher. Schildkröten-Eier, Schildkröte dabei, hätte ich noch erwähnen müssen, ne? Abfalleimer dabei, Karp. Ja, eine Liege, die hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Liebe reinstecken können, muss ich sagen. Das Gebäude hier oben ist auch in Ordnung. Das Einzige, muss ich jetzt ganz kurz, war wieder das typische Lego. Warum ist der drin? Null Nutzen. Und bestimmt irgendwo wieder übrig. Und der Typ, der es geschafft hat, davon 500.000 Stück loszuwerden, hat einen Bonus von 30 Cent gekriegt. Ich weiß es nicht. Sonst ist eigentlich nichts. Ist auch schlecht. So, das war das Einzige. Ja, und also, ne? Keine Scheibe. Die Tür, dass da nichts drin ist, sehe ich noch irgendwo ein. Aber eine Scheibe hat reingekört. Das hat niemandem wehgetan. Dafür, dass ich 3 Schwimmwesten reinpacke, hätte ich auch eine Scheibe reinmachen können. Fertig. Aber so in Ordnung. Die Teile. Boah. War ich voll überrascht. Ich habe hier 2 16er Platten. Also 6x16er. 8x16er Platten. Ich habe die Kiste dabei. Sagt, ich habe hier drin 10 Schwimmwesten und einen Helm. Habe schon gezeigt. Die Palme. Eier. Ein Korb. Abfalleimer. Flasche. Ein Krebs, eine coole Schildkröte, ja, geschenkt. Die Leiter gehen es nicht, ist jetzt egal. 2 Paddel, 2 Surfbretter, ein bedruckten Radarschild, Rechner und ein Mikrofon für die Lautsprecher oben dran, ein Stuhl, ein Handy und vor allem 1, 2, 3, 4, 2x4, 2x3, 1x8er. Hier unten, da oben ist dann auch nochmal ein 2x4er. Das Set hier hat an normalen Steinen mehr als das hier. Ja, die haben nur solche modified. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Thema Teile, Steine sehr wichtig normalerweise, weil ich ja auch finde, dass ich so ein Set kaufen sollte, um es zu zerlegen und was anderes draus zu bauen. Hier kannst du locker mal eine Garage draus bauen mit dem Haus nebendran, weil die Platten dafür da sind, da und da. Das rupfe ich runter, stellst nebenhin. Ich mache das da vorne weg, baust daneben hin. Ich habe die Möglichkeiten, hier was anders zu machen. Gut, ich kann den jetzt nicht groß umbauen. Fakt, oder den hier. Kann Grill was draufstellen vielleicht, das war's. Ja? Aber ich habe eine Möglichkeit, was zu machen hier mit den Teilen. Und das ist das Schöne eigentlich dran. Nicht wie ein X-Wing Fighter. Ein X-Wing Fighter wird immer ein X-Wing Fighter bleiben. Das wird nie ein Haus werden, oder ein Auto oder ein Boot, ja, vielleicht ein Schnellboot. Aber grundsätzlich wird es immer ein X-Wing Fighter bleiben. Das hier kann eine Garage mit Haus sein, theoretisch. Gut, hat keine Scheiben, was ich schade finde, aber
es hat für mich viel Positiveres. Das Ding ist wahrscheinlich auch schuld, warum es so teuer ist. Aber warum? Das ist ja gar nichts. Sag, das kannst du ja auch nicht einmal an eine andere Straße hinbauen, weil wenn du jetzt hier der Feuerwehr hinfährst, anschließt, dann und du kannst dir da mal ranmachen, weil du hast ja nichts dazu, was du das ranmachen kannst, weil da fehlt der Stein extra dabei. Weiß ich nicht. Aber so von den ganzen Kletterer-Tetsch und Limbimbo dabei ist, es ist super. Gefällt mir total, muss ich ehrlich sagen. Die Idee jetzt da dazu, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ist cool. Wäre für 10 mehr im Pool dabei gewesen. Kleines Schwimmbad. Wäre vielleicht noch cooler gewesen. Ja, das Zeug da hinten weg hier. Die Platte raus. Blaue Platte rein. Rahmen außenrum. Nur so. Sowas in der Art. Nur ein bisschen größer. Zack. Rahmen. Mini-Schwimmbad. Wäre cool. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass da hinten dran ein Radar ist oder sowas. Aber er hat kein Boot zum Rausfahren. Ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, aber wäre halt auch cool gewesen, da ein Schlauchboot mit dran. Gibt's doch. Gutsteil. Oder wenigstens als 10-Euro-Set noch das Schlauchbootteil mit dazu. Oder so ein kleines Boot. Na? Ja. Spielspaß. Ich habe es gebaut. Die Kinder haben es bespielt sofort. Alter, das war innerhalb von Sekunden war das Ding im Betrieb. Haben auch sofort gecheckt, was es sein soll. Bootverleih und Strand. Da, die Eier vorne dran. Ja, wir müssen die Eier retten. Es ist was super. Also ist sofort angenommen worden. Perfekt. Ja, genau so. Dann teile 3 Punkte. Weil es wenig sind, aber gut. Die Idee, sagt, habe ich ja schon gesagt, ist in Ordnung, aber hätten wir vielleicht anders machen können. Und der Spielspaß. 4 Punkte, weil wurde sofort angenommen. Und jetzt kommt der Preis. Und da muss man drüber reden. Und jetzt klingt wie jemand aus Frankfurt. 30 Euro ist zu viel. 20 Euro ist super. Weil ist ganz einfach. 211 Teile bei 30 Euro komme ich auf einen Teilepreis von 14,21 €. Der misslungene Vielsafttrank hatte 3 Figuren dabei, hatte 217 Teile, hat 20 Euro gekostet. Und da war eine Lizenz mit drauf. Beziehungsweise der Polizeigefangenentransporter. Habe ich jetzt noch einen Restteil davon, denn hier der Rest ist in übelster Bespielung. Hat auch 20 Euro gekostet. Hatte sogar 244 Teile und 4 Minifiguren. Und der Eiswagen. Teile. Auch 20 Euro. Das Einzige, was im Augenblick noch teurer ist, ist der Stuntpark. Beim Stuntpark wahrscheinlich wegen den Motorrädern. Und das hier wegen der Straßenplatte. Und jetzt, wenn ich mir denke, dass so ein Set jetzt eigentlich wirklich cool ist und es richtig, ja, sagt, das ist jetzt nicht das geilste Set der Welt überhaupt, aber es ist in Ordnung. So, man kann sich's hinstellen und man kann damit spielen, definitiv. Ne? Es geht. Wenn es ernsthaft nur wegen der Straßenplatte hier ein Zehner mehr kostet, dann finde ich es ziemlich schade. Es sagt, schaut aber das Ding, wenn ihr es haben wollt. Ich persönlich finde es super, mir gefällt es total. Ich würde es auch wieder kaufen. War nicht enttäuscht. Sagt,
gibt jetzt auch nicht viel, den man Deutsch sehen kann. Er sagt, weil wirklich viel Klimbims dabei ist, viel Kleinkram. Spielen auch Mädchen damit, definitiv. Wird bestimmt auch super zum Strandhotel von Friends passen. Farben passen ja auch fast, ne? Also ich finde es schön. Vier Figuren. Viel Kleinkram. Eine Straßenplatte, die mitten durch den Strand geht. Und trotzdem die Möglichkeit, aufgrund der Fernrohres oder der Flasche, der Surfbretter, der Leiter, des Rettungsrings, viel zu machen. Also ich bin sehr begeistert von dem Set. Und komme auf eine Wertung von 23 Punkten. Was heißt, es landet hier, also da dann. Und der Rest geht nach unten. Und der hier, also der hier, fliegt raus. Ich kann mal kurz gucken, was das war, ne? Nicht der Microfighter. War das der Vielsafttrank? Es war der Vielsafttrank und der ist nun weg. Sehr schade. Wir werden dich nicht vermissen. Habe ich schon was vorbereitet? Ich mache mal kurz auf Pause, ne? Sag du mit 23 von möglichen 35 Punkten hat es in den Top 5 geschafft. Das Beste ist immer noch der Stuntpark. Der Eiswagen. Dann habe ich vergessen. Nein, Quatsch. Die Polizeiverfolgung. Die Tauchjacht. Sind alle noch davor. Alle City-Sets, was ich sehr schön finde persönlich. Ich bin City-Fan und ich finde es schön, dass vorne dran City-Sets sind. In diesem Sinne, vielen Dank. Es hat für mich ein sehr schönes, gelungenes Set. Leider zu teuer. Aber wenn es mit 30% kriegt, 20 Euro, denke ich, tut mir niemanden weh. Hat man was Schönes. Und man hat auch ein paar schönere Teile, was anders draus machen kann. Und zur Not kann man es umbauen und kann es in seinen Stuntpark setzen. So, in diesem Sinne also nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Top oder Flop oder Bergen-Bau-Video von mir. Vielen Dank. Ciao.